Leute, Jeff am Start und heute zu einem neuen YouTube-Video, Leute. Und zu einem TikTok-Video natürlich. Wir sind gerade auf dem Rastplatz, Leute. Wir sind unterwegs zum Technikmuseum in Speyer, zum Lufthansa Aviation Day. Ich habe es ja angekündigt. Ich mache einen Vlog, Leute, momentan. Einfach mega, mega geil, Leute. Das Wetter passt einfach. T-Shirt passt auch. Boeing 747 passt ja. Das Technikmuseum Speyer hat ja eine Boeing 747-200. Und Leute, wir sind gerade auf dem Rastplatz. Aber wir fahren jetzt wieder weiter. Ich war nämlich nur kurz auf Toilette. Und deswegen, wir starten jetzt und let's go. Ja, man sieht auch schon, Auto habe ich soweit ein bisschen sauber gemacht, Leute. Besser geht's leider nicht. Ich würde sagen, wir starten. So, Leute, Ankunft in Speyer. Und da ist das neue U-Boot, Leute, was nach Sinsheim kommt. Wahnsinn, Leute, wie groß das ist. Wir waren drin, kostenlose Brezeln, kostenlose Getränke. Es war einfach der Hammer, Leute. Da war die Bühne. Und es hat einfach wieder sehr, sehr geil ausgesehen. Noch ein paar Geschenke bekommen, Leute. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. So, Leute, das Lufthansa Aviation Day ist schon mal sehr, sehr interessant. Genauso wie letztes Jahr. Hier kann man die 747-200 sehen von Lufthansa. Sehr, sehr schönes Flugzeug. Da gehen wir auch noch gleich rein, Leute. Oh, schöne 747, Leute. Hier war dann auch ein Lufthansa-Stand und man konnte sich über die Berufe informieren. So, Leute, hier Lufthansa Turnbeutel, wie geil, Leute, und Aufkleber, wie geil ist das? Ich habe zwei davon, Leute, und der Aufkleber, den zeige ich euch gleich, wo der jetzt gerade hängt, Leute, und ich muss euch zu diesem Turnbeutel noch was Wichtiges sagen, das werde ich euch gleich erzählen. Also, Leute, ein Aufkleber habe ich jetzt einfach hier so hingehangen, Leute, sehr, sehr geil, Leute, ich sammle ja so Sachen immer, ich finde das so geil, Leute, ich finde so Flugzeugsachen zu sammeln, echt, das ist der Wahnsinn, Leute, das ist richtig, richtig geil. Hält auf jeden Fall jetzt gut, Leute. Das Wetter passt. Guckt euch das mal an, wie schön das hier ist, Leute. Blauer Himmel. Zu diesem Turnbeutel, was ich euch da erklären wollte, ist, dass ich heute endlich beim Gewinnspiel gewonnen habe. Wir waren ja vor ein paar Monaten, waren wir ja schon mal hier auf dem Lufthansa Aviation Day, Leute. Da habe ich auch so einen Turnbeutel bekommen, weil Joshua mir den geschenkt hat. Und Joshua hat das ja gewonnen damals. Und diesmal habe ich gewonnen, Leute. Mit richtig, richtig viel Glück. Ich bin sehr, sehr froh. Und ja, das heißt, wir bekommen eine Flughafentour, wir bekommen das Cockpit gezeigt von Flugzeugen. Also ich freue mich da schon richtig drauf, Leute. Und hab da schon mega, mega Bock drauf. Jetzt gehen wir aber auch erstmal noch ins Museum rein, Leute. Und danach noch ein bisschen in die Stadt. Ja, Leute, also ich bin jetzt das achte Mal hier im Technikmuseum, Leute. Und dass hier hinten so ein Gang ist, für wahrscheinlich da vorne an die Flugzeuge zu kommen, dass ich euch gleich zeigen werde, Leute, hätte ich niemals gedacht. Hä? Das achte Mal, Leute, bin ich hier. Und für Zugfans ist auf jeden Fall auch was Kleines dabei, Leute. Da hinten sind sogar noch ein paar Mähzüge. Wow, Wahnsinn, ey. Hab ich noch nie gesehen. Und dann kann man wahrscheinlich wohl da hoch auf diese Flugzeuge, die da oben sind am Eingang, Leute. Noch nie habe ich das gesehen. Leute, wie geil ist das? Wie geil ist das, Leute? Ich war noch nie hier oben. Boah. Alter. Hä? Das achte Mal, Leute. Und ich check jetzt erst, dass man von da hinten hier hinkommt. Hä? Wie geil. Alter, wie geil, Leute. Geil. Leute, ab in das nächste. Das war ja mal mega geil, Leute. Das war ja mal richtig geil. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Ich halte mal die Kamera gerade und ihr seht, wie steil das hochgeht. Ach du Scheiße, Digga. Oh Gott, mir ist sauschwindelig. Leute, mir ist richtig, richtig komisch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Digga. Nee. Das ist der Wahnsinn, dieser Tag, Leute. Dieser Tag ist einfach so mega, Leute. Ich liebe dieses Museum hier über alles. Und es ist der Wahnsinn. Ich habe beim Gewinn so viel Glück hatte ich noch nie, glaube ich mal. Leute, man fühlt sich total komisch, weil dieses Flugzeug ist in einer hohen und steilen Schräglage. Das ist der Wahnsinn. Guckt euch das Cockpit an. Ah ja, geil. Leute, wie geil. Mir ist ganz, ganz komisch, aber es ist mega geil, dieses Gefühl. Wir sind wieder auf der 747. Ich finde es immer so geil, wie man es als Verein schaffen kann, so eine 747 einfach ins Museum zu stellen. Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ein wunderbarer Ausblick über Speyer. Da werden wir auch
Speyer, da werden wir nachher noch hingehen. Ich muss echt sagen, Speyer ist eine wunderschöne Stadt. Dann in der 747 First Class, Leute. Ich liebe einfach dieses Flugzeug. Ich bin so gerne im Technikmuseum Speyer. Das ist einfach wieder mega. Dann natürlich auch wieder das Cockpit gefilmt, Leute. Immer ein Anblick wert, Leute. Immer sehr, sehr schön. Noch Bücher liegen hier auch noch rum. Sehr interessant, Leute. Für die, die sich so für sowas interessieren, natürlich. Ja, dann ganz hinten am Heck von der 747 war dahin noch so wie so ein Glas. Da konnte man so reingucken. So, Leute, hab gerade noch das Thumbnail fotografiert. Also meine Mutter hat das fotografiert, war gerade noch gemacht für dieses Video im Thumbnail, Leute, ganz wichtig, vergesse ich meistens immer. Das ist immer so geil, bei der Videobearbeitung merkt man auf einmal, oh scheiße, Thumbnail, ne? Leute, aber oh, die 747, oh, geil, ich finde die so schön, Leute. Das ist der Wahnsinn, die gefällt mir so gut, Leute. Das ist der Wahnsinn, guckt euch das mal an hier. Wunderschönes Wetter, es ist sau warm, Leute. Der Stadt Red Bull Lemon, habe ich richtig, richtig Bock drauf, schmeckt eisgekühlt, sehr, sehr gut. Sie hat sich so einen Eistee mit Wassermelone, der ist irgendwie neu, jo. Es war einfach ein sehr, sehr schöner Tag, Leute, ein sehr, sehr schönes Wetter. Dann haben wir uns noch alle drei Spaghetti-Eis gegönnt, Leute, muss natürlich auch sein. So, Leute, das war's von diesem Vlog. Wir fahren jetzt heim. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Leute. Lasst doch gerne ein Like da, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Gewinnspiel gewonnen habe. Es war der Mega und ich freue mich drauf, Leute. Es war heute der Tag war sehr, sehr schön. Hat mich sehr, sehr gefreut. Jetzt geht's heim, Leute. 1,5 Stunden ungefähr fahren wir jetzt für heim. Aber Speyer ist eine richtig, richtig schöne Stadt. Das Technikmuseum ist sehr, sehr schön. Da fliegt ein Flugzeug. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Pschuh.